Hallo, da bin ich wieder. So, ich habe das erstmal noch wieder hier dicht gemacht. Und ich glaube, von der Höhe her hat das auch nicht gepasst. Ich werde mal noch einen Block mir hier holen, einen Baumstamm. Ich werde dann noch einen zweiten dahin packen. Und ich hoffe, oder vielleicht mache ich lieber nicht Baumstämme, sondern ich nehme hier die Hölzerchens. Und dann versuche ich die sozusagen hier drauf zu hauen. So meine ich das. Warum mache ich das eigentlich so behindert? So, dann mache ich das hier zu. Und dann mache ich es auf. Ja, darunter. Mal gucken. Fließt es da lang? Ansonsten denke ich, hole ich nochmal den Eimer. Oh. Kann ich. Wie war das mit Melone? Ich esse immer die Äpfel. Wenn ich die Melone esse, dann kriege ich Melonsamen, ne? Oh. Hat schon geklappt. Tada. So, dann mache ich hier das alles mal weg. Yippie! Unser Netherportal ist an. Dann werde ich hier das mal alles wegkloppen. Und ich werde dann noch mal eine Treppe hochmachen. Zack, zack. Eigentlich war das ja genau. So, den Kram hier, alles kann weg. Den Kram. Nichts mehr Deutsch, ich sprechen. So. Lava. Zack. Poing. So, alles hier rüber, was ich nicht brauche. Zack, 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 zack. Und ich gehe einfach mal rüber. Yippie! Gucken wir mal. Okay, vorsichtig. Den Pilz mitnehmen. Hier ist ja nichts. Hier sehe ich ja nichts. Sugar und ein Sapling. Birke, ja, wunderbar. Nehmen wir dich auch noch mit. Und da habe ich Angst. Deswegen gehe ich erstmal zurück. Hol was zum Umranden, damit der Pilz nicht wegfliegt. So, jetzt habe ich hier nochmal Wasser. Zack. Packen wir erstmal das weg. Holen wir uns das Zeug hier. Pilz weg. Kiste. Ach, wie schön. Ein Netherportal. Juhu. Und nicht zur falschen Seite rausgehen. Hier ist ja überall nichts. Aber was mit den Dingern hier eigentlich? Da könnte man eigentlich was von mitnehmen, ne? Ah, shit. Wie komme ich da denn hin? Probier's weiter, Otaldo! Ich komme nicht ran! So, wie komme ich da unter? Komme ich da noch irgendwie runter? Nur mit Wasser. Ich weiß nicht, ob die Dinger hier zersplittern. Das heißt, bevor ich das hier mache, werde ich erstmal, also bevor ich das abbaue,
werde ich erstmal ein bisschen Platz hier machen. Einen Aufstieg mir bauen. Hallo. So. Wunderbar. Sichi. Ah, gut, den haben wir. Und falls mir das hier alles wegexplodiert, habe ich hier noch ein. Aha. Okay, wie mache ich Gold denn, bitte? Achso, indem ich hier eine Spawnfläche baue. Okay. Mit die Schweine sozusagen hier. Ich verstehe. Ich habe verstanden. Ich hab verstanden. Erstmal alle Tiere abnehmen. Das geht nicht. Okay, das Zeug kann ich wohl nicht einsammeln. Oder? Nee. Wie mache ich das, ohne das alles hier zu verlieren? Mit Wasser wieder? Aber Wasser... Wie war das? Wasser geht hier gar nicht im Nether, ne? Wasser verpufft auch irgendwie oder so. Wenn ich das mache, dann bin ich das los. So, erstmal kurz gucken. Das war... Glowstone Dust, genau. Packen wir es mal weg, genau wie den Pilz. Riesenpilz machen, dafür brauchen wir aber erstmal. Ne, so Zeug. Einen Brunnen baue ich. Erstmal prophylaktisch, würde ich sagen. Den Brunnen erstmal. Nee, hier nicht. Dann nehme ich auch Erde wahrscheinlich. Wie mache ich das denn mit dem Brunnen? Ein unendlich Brunnen bauen. Da brauche ich das. Brauche ich das. Vielleicht nehme ich Erde. So, dann baue ich hier eine Fackel hin. Eimerchen. Drück mir die Daumen, dass das hier alles richtig funktioniert. Juhu! Ein Brunnen. Wunderbar. Zack. Okay, dann kommen wir so langsam mal zu interessanten Gebieten. Ich möchte in diese Richtung meine Felder bauen. Okay. Felder brauchen kein Rasen. Das heißt, ich kann... Oder ich baue den hier hin. Wenn ich das hier schon habe. Hier habe ich ja so ein bisschen Gebiet. Ja. Doch, machen wir das mal hier. Ich gehe lieber schnell mal den Eimer ablegen. Denn es kann ja ganz schnell passieren, Eimer ablegen und hast nicht gesehen, dann ist der Eimer weg, wenn du runterfällst und nee, nicht mit mir, Dreck auch weg. Wie viel Cobblestone haben wir hier noch? Hier haben wir 4, nicht mehr viel, auf jeden Fall. So, oder hau ich... Ich brauche ja ein paar Felder, damit ich da alles anbauen kann. So. Zack. Boing, boing. Oh, dann brauche ich ja bald wieder Gesprächsthemen. No! So. Eigentlich reicht das auch so schon. Dann mache ich ja auch ein 7x7. 3 nach da.
zum Anbauen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erstmal prophylaktisch ausleuchten, ehe die Burschen hier spawnen. Oh yeah. Dann, zack, zack. Nochmal eine Axt. Auf jeden Fall schon mal eine Challenge wieder gemacht, ne? Hier Wasser unendlich. Hier haben wir das ganze Zeug. So viele Dinger brauche ich da wahrscheinlich gar nicht von. Zack. Pau, pau. Holz mitnehmen. Holz macht Spaß. Holz ist lustig. So. Dankchen. Braucht mal das Holz. Danke. Okay. Ja. Keine Saplings? Hallo? Da sehe ich doch einen. Huch. Ist der gerade wieder gewachsen? Ich glaube ja. Zwei Saplings. Hier. Zack. Und zack. Hier liegt auch noch einer. Zack. Und da sehe ich einen Apfel. Yippie! Schnell mal einen reinschnabbern. Wunderbar. Funktioniert hier super. Zwar jetzt nur 18 abgebaut. Birke haben wir auch. Wir sollen auch irgendwas aus Birke basteln. Da werde ich mir vielleicht noch was überlegen, ob ich da jetzt irgendwie auch noch... Ah ne, ich habe da ja. Oder ich mache zwei Birken. Ich habe ja auch einen Birkenspacko. Ey, moinsen. Ich habe doch nur einen Birken-Sapling. Huch. So, zack. Hier erstmal alles weggebaut. Wunderbar. Da haben wir noch einen Sapling. So, jetzt holen wir uns noch kurz den Birken-Sapling. Zeppling. Kommt ja von Zeppelin. So, ab dafür. Wunderbar. Birke. Ja, also wir sind, könnten auch um die, über die Runden kommen, wenn wir hier ein bisschen Glück hätten mit den Äpfeln. Jetzt müssen wir gar nicht den ganzen Quatsch sozusagen abbauen. So, und ehrlich gesagt habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, über was ich reden könnte. Deswegen werde ich die Folge auch gleich hier beenden. Zack. Wieder 5 Saplings. Jetzt geht's aber rund. Jetzt geht's hier richtig rund. So, aber zum Glück ist wohl hier nirgends was gespawnt. Genau das wollen wir nämlich. Dass nichts spawnt. Aha. Okay. Da geht das nur bei den Sachen, die direkt daneben sind. So, weg damit. Das sind die Sachen, die wir alle hier verbauen wollen. Den muss ich noch futtern. Warum brauche ich Kaktus? Kriege ich daraus grüne Farbe aus dem Kaktus? Wächst ein Kaktus eigentlich? Da muss ich mich mal schlau machen. Ich glaube ja. Braucht ein Kaktus Wasser? Ich glaube nein. Ja, das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!